Demon's Souls. Herzlich willkommen! Oh Mann. Ich muss zugeben, ich habe das Spiel bereits einmal gestartet, aber habe das Intro ganz bewusst übersprungen. Und ich bin froh, dass ich es übersprungen habe, weil... Ah, war schon toll, oder? Ich habe ganz bewusst die Lautstärke übrigens sehr weit oben gelassen. Okay. Nee, alles gut. Alles gut. Weil ihr das Ganze richtig schön mitbekommen solltet und so weiter und so fort. Okay, oh Gott. So, was spielen wir hier? Wir spielen Demon's Souls. Ihr seht es, das erste Spiel der Souls-Reihe, das Urspiel der Souls-Reihe, exklusiv, zumindest zur Zeit noch, für die PlayStation 3. Auf der spielen wir den ganzen Spaß auch. Ja, und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue, in ein Souls-Spiel zu starten, dessen Welt ich noch nicht kenne. Weil, ah, Mann. Wir machen einfach mal so und so. Denn ich habe Demon's Souls wirklich noch nie gespielt. Ich habe es schon mal gesehen, aber ich habe keine Ahnung von der Welt. Und ich freue mich riesig, hier mit euch zu starten. Wir werden viele Parallelen zu Dark Souls sehen und so weiter und so fort. Ich habe aber auch länger kein Dark Souls mehr gespielt, also könnte es auch eine kleine Katastrophe werden. Dann direkt kurz zur Erklärung. Hallo? Wir werden das Ganze mit einer stark überlichteten Kamera spielen. Guckt es euch an. Allein dieses Cover. Oh, seht ihr das? Ich bin richtig froh, dass ich dieses Spiel ergattern konnte, denn es ist wirklich selten und teuer für die PlayStation 3. Und guckt euch das hier mal an. Die Hülle ist von innen auch so, so wunderschön gemacht. Seht euch das mal an. Ich freue mich riesig. Ich freue mich wirklich riesig drauf. Okay, wir spielen Demon's Souls auf der PlayStation 3 mit einem PlayStation 3 Controller. Für mich auch das erste Spiel mit einem PlayStation 3 Controller. Und seht mal hier, wie süß da oben so vier Lämpchen sind. Welcher Controller gerade, welcher ne, Spieler gerade aktiv ist. Richtig cool. Okay, wir starten ein neues Spiel. Leider, ihr seht das hier, wurde der Online-Dienst für Demon's Souls eingestellt. Das heißt, es gibt keine Invasionen. Wir können nicht inservieren. Wir können keine Invasion auf andere Spieler starten, aber das überleben wir schon. Muss ich noch was sagen? Nö. Spiel wird im Offline-Modus gestartet. Okay. Die Charaktererstellung. Ja, die Charaktere sehen in der Tat noch mysteriöser aus als bei Dark Souls. Ausgenommen Dark Souls 3, da sehen die aus wie bei Bloodborne. Aber in Dark Souls 1 und 2 ist es ja sehr schwierig, einen hübschen Charakter zu machen. Das wird hier ähnlich sein. Ich gebe mein Bestes. Ich hoffe mal, dass wie immer von der Audioeinstellung her alles gut ist. Das ist anfangs immer ein bisschen schwierig, wenn ich keinen Vergleich habe. Okay, Name. Können wir mal direkt machen. Oh, ich bin furchtbar mit der Tastatur immer. Hat man die nicht irgendwie umschalten? Wir machen es mal eben so. Ich denke mal, das überleben wir mal schnell. So. Geschlecht, okay. Weiblich. Sieht fast besser aus als die männliche Vorlage, muss ich zugeben. Hier machen wir uns aber mal ein Männlein. Beim ersten Durchlauf mache ich mich mal selber als Menschlein, wie gesagt. Okay, wir haben hier wieder die typischen Klassen. Soldat, Vitalität 14, Intelligenz 9, Kondition 12. Weniger Glück. Seelenstufe 6, Seelenstufe 4. Ritter, Soldat. Jäger. Vitalität und Intelligenz. Ich guck mal kurz. Vitalität ist ja klar, ne? Lebensenergie. Intelligenz für Magie. Kondition für Ausdauer. Stärke zum Tragen von schweren Waffen. Beweglichkeit für Geschwindigkeit und sowas. Magie ist auch logisch. Wille. Ich glaube, Wille ist neu, oder? Ich glaube, Wille gab es in Dark Souls nicht mehr. Ich bin echt sehr überleuchtet, ne? Hier im dunklen Demon's Souls passt das gar nicht so richtig, ne? Das ist ein bisschen merkwürdig. Egal, beim nächsten. Ich kann mal kurz gucken. Habe ich irgendwas noch? Nö. Nö. Tut mir leid, beim nächsten Mal. Okay, Jäger. Biester. Eine Magie-Klasse, ist klar. Magier auch. Vagabund. Man muss dazu sagen, wir haben natürlich, ihr seht im Hintergrund auch immer andere Rüstungen an, ne? Wir haben hier dann Stoffroben an, ihr könnt das hoffentlich auch ein bisschen erkennen. Joa, geht so.
Barbara. Sehr viel Vitalität. Räuber. Mit Lederklamotten. Templer. Adliger. Keine Ahnung, ich würde gerne den Ritter nehmen, muss ich sagen. Weil er hat eine coole Rüstung an. Ist wahrscheinlich übelst lahm, aber die Rüstung ist, glaube ich, die vom Cover sogar, ne? Und nochmal, guckt euch mal dieses Cover an. Das ist viel cooler als alle Dark Souls Cover. Entschuldigung, aber meine Meinung. Okay, gut, das Aussehen ändern. Jetzt geht der Spaß richtig los. Herkunft, Westen, Osten, Norden. Westen, Osten. Nehmen wir mal Westen. Zufall. Das ist furchtbar. Es ist ganz furchtbar. Bringt mich nicht um, es ist wirklich sehr schwierig in Demon's Souls sich ein ordentliches Gesicht zu machen. Aber ich will noch eines sagen, ich freue mich unglaublich mit euch gemeinsam dieses Spiel zu starten. Ich bin extremst aufgeregt, weil das ist ja wirklich so eigentlich das Spiel, was ich schon immer spielen wollte. Aber ich habe es eigentlich für unmöglich gesehen. Ich habe es dann gesehen jetzt wirklich relativ billig, gebraucht und ich musste zuschlagen. Und ich freue mich riesig. PlayStation 3 Controller, ich hoffe, wir werden gute Freunde. Gut, ja... Ja, oder? Kann ich mit leben. So, okay. Viel Spaß beim höchstwahrscheinlich kommenden Intro. King Aland the 12th, by channeling the power of souls, brought unprecedented prosperity to his northern kingdom of Boletaria. That is, until the colorless deep fog swept across the land. Boletaria was cut off from the outside world, and those who dared penetrate the deep fog never returned. But Valarvax of the royal Twin Fangs broke free from the fog and told the world of Boletaria's plight. That the old King Alant had aroused the Old One, the great beast below the Nexus, from its eternal slumber, and that a colorless fog had swept in, unleashing terrible demons. The demons hunt down men and claim their souls. Those who lose their souls also lose their minds. The mad attack the sane, and chaos reigns.
Valorfax spoke of the enticing power of the demon souls. Each time a demon claims a human soul, the demon's own soul is invigorated by the life force. And the power of a mature demon's soul is beyond human imagination. The legend spread quickly. Mighty warriors were drawn to the accursed land. But none have returned. Bjor of the Twin Fangs. Yurt the Silent Chief. Sage Urbane. Skurver the Wanderer. The Sixth Saint Astraea and her knight Garl Vinland. And Sage Freyk the Visionary. The colorless deep fog slowly creeps beyond Boletaria's borders. Humankind faces a slow and steady extinction. The deep fog will eventually swallow all lands near and far. But Boletaria has one final hope. A lone warrior who has braved the baneful fog. Has the land found its savior? Or have the demons found a new slave? Die Antwort dieser Frage liegt nun in unseren Händen. Schwarze Jungfrau. Brave soul who fears not death. I shall guide you. So that you may lull the old one back to slumber. Und wir sind im Spiel. Im Tutorial, wie es oben rechts steht. Okay. Upp. Okay. Okay, okay, okay. Wir haben einen Leuchtstein dabei. Okay, schlagen, abwehren, schwerer Schlag, Schildschlag. Alles beim Alten. Wir haben oben links rot die Lebensanzeige, blau Mana und grün die Ausdauer. Ich muss mich mal kurz irgendwie so positionieren, dass ihr zumindest so unten unser Sichelmondgras sieht, seht, meine ich. Ihr seht unten übrigens, wir haben Halbmondgras, Königslotus, Sichelmondgras. Wir können ja mal direkt alles aus wie bei Dark Souls. Ne? Man kennt das eigentlich inzwischen. Inventar, Ausrüstung, Status, Welttendenz. Okay. Einstellungen, Welttendenz. Turm von Letria, Schrein der Stürme, Tal der Schändung, Palast von Boletaria, Steinfangkatakomben. Welten, die uns zur Verfügung stehen, und ihr seht oben rechts eine Welt, die zerbrochen ist. Okay. Eine Art Weltenkarte eigentlich. Charakterinformation, okay. Okay, soweit so gut. Ausrüstung, was haben wir denn hier? Wir haben Langschwert-Kettenbrecher. Langschwert. Weil Gegenstandsinformation. Das Schwert mit gerader Klinge ist die gängigste und vielseitigste Waffe. Neben einem robusten Standardangriff, die gegen die meisten Ziele relativ wirksam sind, verfügt es über einen mächtigen Stoßangriff. Und der Kettenbrecher, ein winziges Rapier. Es hat keine Schneide und kann auch die härtesten Rüstungen durchdringen. Es hat nur eine kurze Reichweite, verursacht aber schweren Schaden. Es ist wirksam gegen Metallrüstungen und harte Panzer, kann aber leicht pariert werden und die Verteidigung des Gegners nur schwer überwinden. Und ein Drachenschild, ein mittelgroßes Metallschild, der von den Soldaten der vergleichsweise fortschrittlichen Region Südboletaria eingesetzt wird. Das gelbe Drachenwappen signalisiert den niedrigen Rang der Soldaten. Okay. Dann können wir mal ganz kurz... Genau, dann haben wir hier jetzt, das ist dann das Rapier, richtig? Eine Fechtwaffe, man sieht es ganz gut. Cool.
Wir haben aber, lass mich raten, genau, wir haben die Fat Roll. Ihr seht es hier ganz gut, die schwere Rolle, die will ich nicht haben. Und ich will auch keinen zu lauten Ton haben, muss ich leider sagen. Entschuldigung. So, ich müsste jetzt ein bisschen besser sein. Wir ändern mal ganz kurz Ausrüstung und hauen das hier mal direkt raus. Ablegen. So. Um unser Gewicht runterzudrücken, weil ich möchte nach Möglichkeit eine schnelle Rolle haben. Was haben wir denn hier? Ein Lamellenhelm. Ein Eisenhelm mit dünnen Rielen, der von den Rittern der relativ fortschrittlichen Region ist. Die Lamellen dienen zur Verstärkung des dünnen Metalls. Sein Gewicht beeinträchtigt die Ausdauererholung leicht. Eine Lamellenrüstung, die ich ausgezogen habe. So. Eine Eisenrüstung mit dünnen Rielen, die von den Rittern der relativ Lamellen dienen dazu, mit zu verstärken. Okay, das ist über das Gleiche. Okay, Kampfhandschuhe und die Hose. Dann haben wir hier noch Verbrauchsgüter, Sichelmondgras. Ein nach der Mondphase benanntes Heilkraut stellt eine kleine Menge Trefferpunkte wieder her. Die Wirkung von Mondkräutern hängt von ihrem Zustand ab. Wie ihr seht schon, wir haben kein Estus-Flakon wie in Dark Souls. Wir haben tatsächlich, wie in Bloodborne, die Blutfiolen, einen Verbrauchsgegenstand, der die Trefferpunkte regeneriert. Das ist eigentlich so der große Unterschied zwischen Demon's Souls und Dark Souls. Wir haben nicht unendlich viele Flakons. Zumindest nicht, dass ich es wüsste. Halbmondgras, das gleiche, ein Heilkraut, eine kleine Menge Trefferpunkte, wirkt also weniger. Und Königslotus, purpurfarbene Blume, die auf dem Wasser treibt, schwemmt Gifte aus dem Körper des Benutzers. Die Schönheit dieser Blume ließ sie als Schmuckstück des Adels Berühmtheit erlangen. Schön. Okay, Pfeile haben wir keine, alles klar. Ich weiß nicht, wo steht unser Gewicht? Physische Verteidigung, bla 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 bla. Immer noch diese extrem langsame Rolle. Mal ganz kurz nochmal in die Ausrüstung. Helm weg. Ich denke mal, das werden wir nicht wegbekommen, oder? No way! Damit müssen wir erstmal klarkommen. Oh Gott. Schildhand. Schild. Helm. Handschuhe. Okay. Mal gucken, Schild wegstecken ist das gleiche, Schwert zweihändig nehmen ist auch das gleiche. Boah, wie cool! Es ist im ersten Moment wirklich ein Dark Souls, das ist jetzt nichts schlimm anderes. Ich muss aber ganz kurz in die Einstellungen. Optionen, Anzeige, Blut ein, hat ein Helligkeit. Das müsste für euch jetzt vor allen Dingen deutlich angenehmer sein. Oh, schick. Wir sind im Tutorial und haben hier schon was auf dem Boden stehen. Standardangriff R1. Ja. Oh, geht direkt los hier. Na komm. Na komm. Dann eben nicht. Und ich muss sagen, für eine PlayStation 3 und für ein Spiel von 2010... 8 Jahre alt, sieht das verdammt gut aus. Und ich freue mich so riesig. New Game Plus ist, glaube ich, schon gesichert. Okay. Wir sind in irgendeiner Ruine, ich weiß nicht wo, aber ihr habt ja gehört, mit dem König und aus dem Schlummer erwachen und wir sollen dafür sorgen, dass dieser große Dämon wieder in den Schlummer verfällt und so weiter und so fort. Der Nexus, wir werden alles erfahren. Es ist alles natürlich wie immer in den Souls-Spielen, häppchenweise, aber irgendwie bekommen wir das schon hin, dass wir die Handlung nach Möglichkeit nachverfolgen können. Sprinten. Okay, Deckung. Ja. Bekommen wir alles hin, oder? So weit, so gut. Okay. Ich finde die Rüstung schon richtig schick, wisst ihr das? Die erste Rüstung, das Schwert ist auch schick. Ziel erfassen, freigeben, rechter Stick, erfasstes Ziel ändern. Ja, ist ja logisch, ne? Also so und dann so, Ziel switchen und so weiter und so fort. Das bekommen wir hin.
Bloß nicht sterben, bitte nicht am Anfang. Erwartet das Schlimmste. Und nachdem ich ja weiß, dass in Dark Souls ja ganz früh dieser Asylum-Dämon kommt, der Asyl, Asylum, ihr wisst schon, habe ich die Befürchtung, hier kommt gleich auch eine böse Überraschung. Ich hoffe nicht. Und übrigens, wartet mal. Ah, nein! Oh Gott. Musste ja passieren. So, Freundchen. Guckt mal hier. Dark Souls Remastered für die PlayStation 4. Original verpackt. Und noch nicht geöffnet. Ja. Wenn wir Demon's Souls durchhaben, ist es soweit, ne? Dauert noch ein bisschen. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Dark Souls Remastered wartet auf uns. Aber vorher ganz in Ruhe Demon's Souls. Ich habe eigentlich vor, mir auch auf jeden Fall einen New Game Plus zu gönnen. Und auf jeden Fall zweimal das Spiel durchzuspielen. Vielleicht sogar dreimal. Sichelmondgras. Was war denn nochmal das mit der geringeren Heilwirkung? Oh. Hier, Augit der Seelen. Stein, der Seelenlicht ausstrahlt. Augit der Seelen, okay. Langschwert, das hatten wir. Okay. Nee, das meinte ich aber nicht. Ich meinte Ausrüstung hier. Beschreibung. Kleine Menge, ein Teil. Also Sichelmondgras. Macht auch Sinn, ne? Halb, Sichel und Vollmondgras ist wahrscheinlich das Stärkste. Gegenstand benutzen, okay. Nö, noch nicht, danke. Das ist cool hier. Aber ich habe Angst vor dem, was uns erwartet. Armer Kerl. Muss ich da runter? Rückwärtsschritt und die Rolle, die leider so gut wie unbrauchbar ist bei der Geschwindigkeit. Okay. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die Wahl der Ritterausrüstung besonders feige war oder sowas. Aber ich denke mal, es ist nicht verkehrt, beim ersten Spieldurchgang auf Nummer sicher zu gehen. Ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt nicht so übelst scheitern, weil ich ja dann doch schon hier und da ein bisschen Erfahrung gesammelt habe mit den Souls-Spielen. Aber das heißt nichts. Was ist das denn? Keilstein berühren. In einen neuen Bereich warpen? Nö. Was? Hier kommen wir nicht weiter. Wahrscheinlich müssen wir uns warpen, oder? Ihr seht hier oben rechts, wie gesagt, Tutorial, ne? Hier geht noch nicht großartig was ab. Und wenn ich wirklich großartig überlichtet bin, dann werde ich das bis zum nächsten Mal anpassen. Ja, na gut. Lord Riddell. Klingt auch sehr interessant. Oh Mann. Ich bin echt gespannt, welche Bosse hier auf uns warten werden. Demon's Souls. Starker Angriff, ja. Oh. Ja, der war schon ein bisschen besser gebaut. Und wir sind jetzt in irgendeiner Ruine drin. Na super. Parieren. Parieren, Gegenschlag. Könnten wir mal ausprobieren, oder? Solange die Gegner mal wenig Schaden machen, versuchen wir das Parieren mal.
bin ja leider nie der gute Pariermeister gewesen. Vielleicht wird's dir was hier in Demon's Souls. Das wär's doch. Okay, hier haben wir nichts und da haben wir auch nichts. Ich frag mich wirklich, ich muss sie einfach nochmal zeigen. Guckt euch das hier mal an. Wie kann man sowas verkaufen, wenn man das besitzt? Das werde ich mein Leben lang nicht mehr hergeben, dieses Spiel. Demon's Souls ist ja einfach Gold, ne? Ich meine, Dark Souls ist so berühmt und das ist entstanden aus Demon's Souls. Übrigens mal ganz kurz, so sieht das aus, ne? Das Schild da, damit ihr das mal seht. Aber ich denke mal, ich klaue euch da nicht viel. Okay. Ach du Schande. Zack. Vielleicht werde ich ja doch noch der Pariermeister, hä? Er sah sehr gruselig aus und hatte blaue Augen, was ihn noch gruseliger macht. Waffe beidhändig führen. Ja, das ist auch geil, ne? Das sieht richtig cool aus. Da habe ich gestern noch drüber gesprochen. Ich liebe es in Dark Souls und Demon's Souls, dass man wirklich sagen kann, jo, Schwert weg. Schwert da. So. So. Ne? Dass man einfach so sagen kann, jo. Ne? Schild. Schild auf dem Rücken, Schwert zweihändig. Schwert wegpacken. Und sowas. Das ist einfach cool. Ich liebe das. Kann man nicht sogar so machen? Wie war das nochmal? Nee. Irgendwie. Nee. Aber es ist halt einfach cool, dass man sagen kann, jo, ich möchte jetzt gerne so kämpfen. So. Und trotzdem hat man das Schild auf dem Rücken. Ich finde so kleine Akzente richtig cool in Spielen. Dass das Schild jetzt nicht einfach wegploppt oder sowas. Das ist einfach geil. Tritt man nochmal. Man konnte irgendwie treten, ne? Nein, das habe ich, das war nicht geplant. Stand hier irgendwo der Infotext zum Treten? Autsch. Waffe beidhändig führen bin ich leider gar kein Freund von. Halte ich für sehr, sehr riskant in den meisten Situationen. Hallo? Ah, schon lustig, dass ich den ersten Souls-Teil jetzt als letztes spiele, ne? Waffe wechseln, Gegenstand wechseln. Ja, ist ja klar. Halbmondgras. Ne, gemeint ist damit, dass wir hier ja mehrere Waffen und mehrere Schilde, nach auch Fernkampfwaffen ausrüsten können. Und dann eben Steuerkreuz rechts wechseln wir quasi unten hier das Schwert, so zack, zack. Unten wechseln wir unser Heilzeug und links das Schild. Und da könnte eben theoretisch jetzt auch ein Bogen sein, ne? Nicht nur Schwerter. Okay. Unbekannte Soldatenseele. Und damit, oh Gott. Wenn wir die konsumieren, erhalten wir weitere... Nicht im Mondgras. Erhalten wir weitere Seelen unten rechts, die wir dann natürlich für Skills auslegen können. Guck mal hier. Physikketten. Ich liebe es. Okay, ich kenne das Spiel gar nicht, ne? Also ich kenne mich hier gar nicht aus. Keine Ahnung. Ich werde hier und da ein paar Orte kennen, weil ich mal Videos vom Spiel gesehen habe, aber... Wirklich jetzt die große Orientierung... Null. Keine Ahnung. Das war schon ganz schön knapp. Durch den Nebel treten, aber bitte kein Boss, oder? Okay, alles gut. Habt ihr gesehen, dass da gerade... Oh Mann.
Der hat schon viel ausgehalten. Guck mal hier. Ja, zum Rüberspringen, oder? Aber da ist nichts. Und hier haben wir noch mehr Heilkraut. Heilgras. Hört sich falsch an. Sagen wir mal Heilkraut. Hört sich auch falsch an. Okay, das ist ein Bossnebel, oder? Der erste Boss, das wäre jetzt prima. Ach, guck mal da, das ist echt ein Boss. Really? Du bist tot, doch der Nexus irgendwas. Ich konnte es nicht lesen. Der Gewaltige. Was zum Teufel? Ich hoffe, wir sollten sterben. Bitte lass das beabsichtigt sein. Let strength be granted so the world might be mended. So the world might be mended. This is the Nexus. It holds together the northern land of Boletaria. Thou canst not exit the Nexus, but each of the five archstones will connect them to another. Du bist gestorben und deine Seele ist im Nexus gefangen, aus dem es keinen drin gibt. Indem du jedoch Dämonenseelen erbeutest, vermagst du deinen Körper wiederzuerlangen. Nexusbindung. Und im Gegensatz zu, ich kann mich nur wiederholen, ne? Dark Souls, seht ihr oben links, unsere Lebensenergie ist jetzt dauerhaft weniger geworden. Und wenn wir sterben, wird die Lebensenergie immer weniger und weniger und weniger. Und wir haben auch wirklich, ihr könnt es gut erkennen, eine Geisterform. Wir sind kein Mensch mehr. Man hört es auch an unserem Schlaggeräusch. Und gerade eben, das war die schwarze Maid, das weiß ich auch noch. Und hier sitzen schon echt viele Menschen im Nexus. Und diese Ankersteine, das sind genau hier diese Steine, das sind genau die, die wir vorhin auch im Hauptmenü schon gesehen haben im Menü. Hier 1, 2, 3, 4, 5 und der 6. Zerstörte, der bestimmt mal DLC werden sollte. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, wir reden mal mit den Leuten hier. Wer bist du denn? Well, you slipped through the fissure too, did you? You came for demon souls? Or to save this land and be remembered as a hero? Hunting for demons? Try one of the archstones. Now go. That is why you came, is it not? To this accursed Boletaria? Ich weiß nicht, warum ich hier bin. You came for demon souls? Or to save this land? It's all the same. You're just another prisoner of the Nexus. We're welcome here, as long as we keep slashing up demons. Okay. Mehr sagt er nicht, oder? Okay, also, die sind hier gefangen, um Dämonen zu töten. Das ist ja tolles Leben, oder?
Hier ist niemand? Nein. Aber ein interessantes Gebäude, oder? Erinnert mich sehr stark an, keine Ahnung. The Last Guardian ist so spontan. Der Soundtrack ist klasse. Hallo, wer bist du denn? Oh, armer alter Mann. You new here? Do you offer my services? My name's Baldwin. Just an ordinary blacksmith. It's simple. Just bring me all the souls you can. In trade, I'll give you weapons or forge ones you already have. With your souls, I can eke out a living. And with my weapons, you can go on living. Not a bad deal, huh? Klingt gut, oder? Waffe aufwerten. Langschwert. Langschwert plus 1. Hartsteinscherbe. Okay. Na super. Also müssen wir noch ein bisschen warten. Hartsteinscherbe. Reparieren. Ja, denn tatsächlich können hier auch Sachen kaputt gehen in Demon's Souls. Ausrüstung reparieren, Gegenstände kaufen. Sichelmondgras, frisches Gewürz. Etzwetzstein. Strapazierfähige Waffe. Rechte Hand erneuern. Ach okay, zum Reparieren einer Waffe wahrscheinlich. Dolch, Kurzschwert, Dreiecksschild, Streitaxt. Das Schwert mit gerader Klinge ist die gängigste und vielseitigste Waffe. Neben einem robusten Standardangriff, äußerst mächtigen Stoßangriff, okay. Streitaxt, eine einfache Axt. Diese vielseitige Waffe verfügt über einen Standardangriff, der gegen die meisten Widersacher sehr zuverlässig ist. Wer den vollen Schwung der Waffe nutzt und dabei den Gegner trifft, erzielt einen direkten Treffer, der höheren Schaden als normale Treffer verursacht. Mittelgroßes Metallschild. Dieser Schild ist leicht zu handhaben und daher weit verbreitet, vor allem unter den Soldaten der Kirche. Und der Dolch, eine Hiebwaffe, die ungeschütztes Fleisch schweren Schaden zufügt, gegen Metallrüstungen und harten Panzer aber nur wenig ausrichtet. Dolche sind besonders wirksam nach Paraden oder bei Angriffen auf den Rücken des Gegners. Und ein Pfeil. Ein Standardpfeil zum Gebrauch mit einem Bogen. Für Distanzwaffen müssen Pfeile und ein Bogen ausgerüstet sein. Gleiche gilt für den Bolzen, für die Armbrust und so weiter und so fort. Okay. Perhaps you've already heard, but there's another blacksmith at the entrance of Stonefang Mine. He's an eccentric old man, but he knows his trade well. He's the only sane one left in a town of soul-starved men. If you do meet him, yeah, well, forget it. That stubborn old ne'er-do-well will just ignore you. Na toll, ich freue mich. There aren't enough blacksmiths in this temple to handle all the work. Only certain ores can be used to forge weapons, but you'll just have to make do. And be thankful that I'm still of good health. Das ist wahr, ne? Wenn er nicht wäre, der gute Baldwin, hätten wir niemanden. And be thankful that I'm still of good health. Okay. No interest, eh? Nee, nee. I can tell you're not gonna last long here. Was? Das war nicht nett. Wir werden natürlich versuchen, mit jedem Charakter zu reden. Das ist ja auch noch jemand. Okay, wir reden mit allen Charakteren, die da sind, natürlich. Wer bist du denn? I'm Stockpile Thomas. When the Scourge came, I didn't know what hit me. When I came to, I found myself here, in the Nexus. My wife and daughter fell victim to the demons. But I would be worthless in battle. At the very least, I hope to lend my assistance to you brave slayers of demons. I would be happy to lighten your load and look after any excess baggage. Gerne, oder? Gegenstand deponieren. Unser Lager. Cool. Dann kann er mal direkt hier den Kettenbrecher haben. Oh. Rest assured, your goods are safe and sound with me. Best of luck to you. Sonst gäb's auch Ärger, ne? When the Scourge came, I abandoned my wife and daughter and fled like a madman. When I came to, I was in the Nexus. I haven't dared venture outside these walls since. I wish I could do more, but I am ignorant of the world beyond these walls.
Er hat seine Frau zurückgelassen? Bitte was? That candle maiden cared for me during my first days in the Nexus. She says very little, but has a kind heart. She's just the age my young daughter would have been. The poor, poor girl. Trapped here with her eyes occluded by wax. If only something could be done to help her. Vielleicht können wir ja helfen, oder? If only something could be done to help her. Ich werde es versuchen. Best of luck to you. Und wen haben wir hier? Na, hallo? Oh my. How has this happened? Has God abandoned us for failing to show proper respect to King Aland? Oh, Mbasa. Oh, Mbasa. Die Gute wirkt sehr verzweifelt, oder? Sind das jetzt alles Tote hier? Soll ich das so verstehen, dass Tote verdonnert werden, Dämonen zu töten? Der Nexus ist das Bindeglied zwischen den verschiedenen Orten von Boletaria, oder? Was war denn hier? Ohne Ausdauer ist deine Schildverteidigung wirkungslos. Falls dir die nötige Fähigkeit fehlt, ist deine Waffe nutzlos. Nachdem du erfolgreich parierst, hast du die Chance auf einen Gegenschlag. In Seelengestalt verfügst du über die Hälfte deiner TP, das ist wahr. Wenn eine Waffe abgenutzt und ihre Spezialfähigkeit vermindert ist, nimmt ihre Angriffskraft ab. Der Schmied kann abgenutzte Waffen reparieren. Phantome sind Krieger aus einer anderen Welt wie jener, in der du gerade kämpfst. Wenn du stirbst, hinterlässt du am Ort deines Todes eine Blutlache. Wenn du die Blutlache eines anderen Kriegers berührst, siehst du, wie er gestorben ist. Wenn du deine eigene Blutlache berührst, erhältst du die Seelen wieder, die du durch deinen Tod verloren hast. Wenn die Tendenz eher schwarz ist, stellen Dämonen eine größere Bedrohung dar. Wenn die Tendenz weiß ist, sind die Kräfte der Dämonen geschwächt. Acht auf die Tendenz der Seelen der Welt. Diese Nachrichten werden in anderen Welten verschickt. Mit Select kannst du Nachrichten hinterlassen. Irgendwie nicht. Rüste ein Talisman aus, um Wunder zu wirken. Das ist Zaubern. Rüste einen Fokusgegenstand aus, um Zauber zu wirken. Du kannst dir nur eine begrenzte Anzahl von Zaubern und Wundern merken. Bevor du Zauber und Wunder wirken kannst, musst du sie erlernen. Wenn du eine beidhändige Waffe benutzt, musst du die Deckung deines Feindes durchbrechen oder kannst du sie durchbrechen. Der Einsatz einer beidhändigen Waffe erhöht deine Stärke um 50%. Wenn du mit der Ausrüstung belastet bist, ist deine Bewegungsgeschwindigkeit drastisch reduziert. Falls dir die nötigen Fähigkeitspunkte fehlen, deine Waffe nutzt, das kennen wir schon. Und Ausdauer, Angriffe, das Blocken mit Schilden und Sprinten verbrauchen Ausdauer. Wenn dein Ausdauerbalken leer ist, kannst du keine Aktion durchführen, die Ausdauer verbrauchen. Okay. Okay, der Nexus, ja. Den Ankerstein des kleinen Königs berühren. Nee. Ich fühle mich noch nicht bereit, muss ich sagen. Und der Stein ist zerstört. Guck mal. Da war doch bestimmt ein DLC geplant, oder? Das wär's doch, ne? E3 ist ja bald. Die E3 2018. Und dann kündigt auf der Sony E3 From Software an, dass ein Remastered von Demon's Souls kommt. Mit dem letzten Ankerstein als DLC. Was es noch nie gegeben hat. Das wär's doch, oder? Dann spielen wir das Spiel jetzt gemütlich durch, genießen es, nostalgisch wie es ist, aber es ist gut gealtert, muss ich sagen. Es gibt Spiele, die will ich nicht spielen, weil die mir nicht gefallen grafisch, aber ich fühle mich hier richtig wohl. Klar, die Kantenglättung ist nicht die beste, aber ansonsten sieht's richtig hübsch aus. Echt gut gealtert. Ja, wie gesagt, das wär's doch, oder? Ein Demon's Souls Remastered mit dem Ankerstein, der zerstört ist. Das wäre ein Verkaufsschlager, glaube ich. Ich habe echt gute Ideen. Okay. Ich mag den Kampf irgendwie so. Und der Schlag ist cool. Fühlt sich auf jeden Fall geschmeidiger an als Dark Souls 1.
aber weniger geschmeidig als Dark Souls 3. Weil Dark Souls 3 hat ja sehr viel von Bloodborne, von dieser extremen Geschwindigkeit. Schicke Statue. Es ist sehr groß hier. Sehr groß und die Maid ist nicht da, oder? Ich glaube nicht. Aber ich glaube auch, dass, bevor wir den Stein berühren, ich euch erstmal verlassen werde. Das sollte erstmal gewesen sein mit Demon's Souls. Weil zu mich ein erster Einblick, ne? Charaktererstellung und so weiter und so fort. Ich denke mal, die werde ich dann für euch ein bisschen vorgespult haben. Sollte angenehmer zum Gucken sein. Und beim nächsten Mal berühren wir den ersten Ankerstein und werden, ja, die Welt von Demon's Souls erkunden. Ich bin echt gespannt. Ich freue mich riesig drauf. Ja, und ob wir unsere Seelenform verlassen und wieder menschlich werden, wir werden es herausfinden bei Demon's Souls. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao.